Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tenshu Wrath of Heaven. Und genau, beim letzten Mal haben wir ja das erste Level mit Tenshu absolviert. Ich wollte schon Tenshu sagen. Und genau, eine Sache gibt es bei dem hier. Und zwar, wir können uns Items mit Geld kaufen. Und ich sehe gerade, dass die Blastrohre ziemlich teuer sind. Aber wie gesagt... Ja, was ist das? Das ist neu. Das ist ja, weil wir beim letzten Mal erstaunlicherweise doch Großmeister geschafft haben. Wir feuern 8 Nadeln ab. Und wenn ich dafür nicht genug Geld habe, boah, das kostet 900. Nee, lass mal. Ja, wie gesagt, also mit Tenshu muss man hier ein bisschen Kohle sammeln. Damit man Items kriegt. Man hat hier keinen Ninja-Wiedergeburt. Fehlt. Da muss ich also auch mehr aufpassen. Okay, ich verstehe. Ja, bevor wir jetzt hier noch rumpalabern, würde ich sagen, fangen wir erstmal an. Wir waren ja beim letzten Mal Rikimaru begegnet und wir waren angepisst, dass Rikimaru uns den Kill geklaut hat und somit auch das Kopfgeld. Und genau, jetzt sollen wir Rikimaru eine Lektion erteilen. Und wir sollen versteckt bleiben und wir bewegen uns auf das Schloss Goda zu. Jawohl, okay. So, da muss ich jetzt einfach mal gucken, weil... Oh, wo ich... Alter, das ist nicht deren Ernst. Da wurde ich jetzt echt direkt entdeckt. Bitte, was? Holy shit. So einen interessanten Anfang habe ich auch noch nicht gehabt. Moment, kann ich ja erstmal hier reingehen, wa? Nicht da bei den Gegnern da raus, oder? Das könnt ihr mir nicht erzählen, dass ich da bei den Gegnern raus muss. Da sind 3 Leute gewesen. So. Ja, am Anfang direkt mal entdeckt. Das ist natürlich... Oh Gott, was? Boah, das war riskant gerade. Aber es hat geklappt. Wurde nicht entdeckt. Eine Granate, sehr schön. Und je mehr Items man hier halt sammelt bei dem, umso mehr... Oh. Uff. So, wo ist denn der Typ jetzt hier? Dahinter? Ich habe ihn, glaube ich, gesehen. Oder? Moment. Oh, diese... Die Steuerung hier ist ein bisschen blöd mit Tisch. Ah, da! Oh Gott, und ich habe Soundruckler. Warum habe ich Soundruckler? Da ist er doch. So. Oh mein Gott, was... Was zur Hölle? Alter Schwede. Oh, gut. Die Tür ist zu erstmal. Da hinten ist er. Und spring und kill den. Yes, geil. Okay. Ab in den Kopf. Geil. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt heute mal wieder da. Es gibt eine Sache zu sagen. Ich war krank die Woche. Deshalb kamen nicht für eine Woche lang keine Videos von mir. Das tut mir leid. Das werde ich auch in Zukunft versuchen zu lassen. Also klar, für Krankheit kann man nichts. Aber oh, da hinten ist doch direkt einer. Ne? So. Ein Bogenschütze. Ja, alles klar. Wenn er jetzt hier hinkommt, bin ich gearscht. Und schneller. Yes, geil. Okay, sehr schön. Nächster Kill. So. Yes. So, den zweiten habe ich auch. So, wo ist denn jetzt hier der nächste? Ja, wie gesagt, also das war alles, was... 80. Na, hier hinter, alles klar. Ja. Long Night, okay. Oh Mann. Ah, die Stelle ist das. Ja, okay, wo ich bei Ayame so verkackt habe. Wo ich die... Moment mal, wo muss ich da jetzt hier wieder runter? Ich weiß jetzt gerade nämlich gar nicht. Ich höre hier rechts Leute rumlaufen. Aber ich traue mich nicht da... Nee, das mache ich nicht. Nicht da an der Stelle raus, wo die 3 Gegner sind. So, dann hier, oder was? Oh Gott, da hinten. Und zack, geil, okay. Okay. Mir wurde noch ein Tipp gegeben. Ich soll das Geld nicht liegen lassen. Ja, 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 stimmt. Ich muss hier die Leichen kontrollieren bei dem. Weil da noch Geld rumliegen könnte, was ich für Items brauche. Ja, sehr interessanter Tipp auch von dem Inkubus. Vielen Dank für den Tipp, aber hier liegt nichts. Und
ja, wie gesagt, immer Geld einsammeln, das heißt Leichen kontrollieren. Und ja, dann sollte das schon passen. Wie gesagt, also ich werde jetzt, glaube ich, 2 Level am Stück sogar aufnehmen. Und mal gucken, wie sich das jetzt hier entwickelt. Ne? War hier oben? Nee. Wie gesagt, das ist blöd. Oh Gott, was ist das denn hier? 90. Ah, hier hinten in der Wand, okay. Das ist blöd, dass er mit dem keine Ninja-Wiedergeburt hat. Aber es ist ja klar, er ist ja kein Ninja, er ist ja ein Kopfgeldjäger. Na? Ah, der ist wahrscheinlich hier. Boah, jawohl, da ist er. Krass, Junge. Okay, okay, und weg mit dem. So, zack. Ab in den Kopf damit. So. Moment. Wo ist der nächste? Wie gesagt, also wir müssen hier eigentlich nur alle killen. So wie ich das mitbekommen habe. Und ich bin mal auf die Story sehr gespannt von ihm. Also das ist ja doch... Oh. Oh Gott. Das ist ja doch eine definitiv andere Story als bei Rikimaru und Ayame. Ab ins Knie. Oh, ich glaube, das war sogar richtig, dass ich das gemacht habe, weil hier irgendwo ist noch einer, oder? Nee, okay. Oh, das sind Items. Aber ich finde hier irgendwo nie Geld. Ah, das sind Items. Die kann ich aber auch verkaufen, ne? Hä? Warum? Ah, wegen... Dann nimm das mal und dann nimm wieder das. Und dann nimm das Item. So, so geht's ja auch. Naja, da ist... Hier. Hier hinter. Okay. Ich verstehe. Oh Gott. Was ist das denn hier, ey? Da! Da rechts. Okay, sehr schön. Dann. Ah, der macht Hampeleien. Alles klar. Dann kann ich hinlaufen und zack. Weg mit dem. So. Bams. Geil. Ah, da ist Geld rausgefallen. Seht ihr? 5. Ja. Was will ich mit 5 Geld? Kann ich hier raus? Nee. Aber hier hinter ist einer. Ah, ich verstehe. Hier die Treppe hoch. Oder was? Ja, Treppe hoch. So, aufpassen. Oh Gott. Was? Warum kann ich hier nichts... Hallo? Was ist hier? Warum hängt das so? Nee, hier ist keiner. Hä? Okay. Nee, nicht runtergehen. Geh hoch. Ich habe hier gerade so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ja... Ah, okay. Ah, lauf! Oh Gott. Was war das denn? So. Ich nehme mir schon mal ein Blasrohr. Nee. Nein! Ah! Penner! Penner! Nee, also die öffnen keine Türen. Okay. Scheiße. Da wurde ich jetzt das zweite Mal entdeckt. So. Was? Was zur Hölle macht der? Was macht der da? Ey, hallo? So. Springt er da gegen die Wand, alles klar. Tja, das hat jetzt auch nichts gebracht. Ich frage mich, was du hier wolltest, mein Freund. Hä? Da ist doch nichts. Der ist einfach verrückt geworden von dem Job hier, ja, das kann man verstehen. So. Ich habe irgendwie total Panik hier, dass ich wieder in einen reinlaufe. Bei dem muss man ja wirklich aufpassen. Na? Da ist der nächste. Wenn der sich dreht, ist der fällig. Wenn er sich nach rechts dreht. Ja, und jetzt. Genau, so. Bams. Knochenbrecher. Geil. Oh, oh. Was? Oh mein Gott. Okay. Und direkt in... Yes! Boah, da war direkt noch einer. Alter Schwede, da habe ich aber Glück gehabt. Da ist Geld. Wieder nur 5. Was will ich mit 5 Geld? Jetzt mal ehrlich. Okay. Der ist der wahrscheinlich dann... Ja, der ist hier, ne? Ja. Da. Und zack. Nächster Kill. Boah, das läuft im Moment... Gut, 2-3 Mal entdeckt. Aber trotzdem,
ganz gut eigentlich bisher. So, dann gehen wir weiter hier. Ich glaube, das ist... Da, genau. So, weiter geht's. Puh, ich muss aber nochmal an den Anfangsort zurück, weil da auch nochmal zwei Gegner waren, die ich gesehen habe. Und ja, wie gesagt, es ist heute Donnerstag. Und normalerweise habe ich ja die Folgen immer an einem Montag aufgenommen. Aber ja, heute halt am Donnerstag. Und ich reiß dir mal eben das Herz raus. Ja, das ist dann auch hier der Heartless. Oh, was ist das? Ach nee, nix, okay. Ich dachte, hier wäre ein Item oder so. So, was haben wir denn hier? Wow, das sieht ja sehr stylisch aus hier. Oh, hier muss ich... Oh, nee, stopp, ich gehe nochmal zurück. Hier muss ich hin. Nee, so schnell nicht, meine Freunde. Ich will nochmal zurück, ich will noch die Gegner da killen. Hier laufen doch noch Gegner rum. Hier rechts, oder was? Ah, hier rechts. In die Richtung, wie komme ich da hin? Ah, alles klar. Hier so laufen. Und dann hier hinten rein. Hier war ich noch nicht, oder? Naja, da hinten war ich noch nicht, genau. Den kriege ich noch. Frage ist, wo ist der? Boah, ist das brutal, ey. Ja. Ist der rechts? Weiß ich nicht, ich sehe ihn nicht. Der pennt! Oder was? Oder ist er tot? Ah, der ist tot, oder? Ja, der ist tot, okay. Hä? Moment mal. Wenn ich hier... Hä? Wie komme ich denn da hin? Moment mal. Ich wusste eigentlich hier. Hier ist voll einer in der Nähe. Ah, hier drunter? Hier drunter, oder was? Hier drin? So. Moment mal. Der ist das. Ah, ich verstehe. Okay. Und dann kill ihn. Hä? Ist das der nicht? Nee, der ist es nicht. Okay, oh Mann. Wie komme ich hier hinter? So, dann hier rein. Oh mein Gott. Ich gehe nochmal komplett zurück gerade. Weil irgendwo hier muss ja der Typ sein. Treppe, okay. Die Mucke ist geil. Hallo. Aber irgendwie komme ich da nicht hin. Eine Sekunde mal. Nee, ich will halt alle Leute hier töten. Ha! Stopp. Da wünscht sich einer seine Frau hier hin. Alles klar. Das heißt, ich bin auf dem richtigen Weg. Links höre ich einen tippeln. Okay. Long. Ah, ich muss dahin. Ich muss dahin. Scheiße, Mann. Egal, dann rüste ich mir schon mal das Blas raus. Dann muss ich echt an diese Horrorstelle hier. Oh, Mann. Da, wo die zwei Gegner da sind. Ah, toll. Da werde ich mit Sicherheit jetzt entdeckt werden. Das geht nicht. Oder? Ich kann ja auch nicht. Amen. Den einen muss ich auf jeden Fall mit dem Blasrohr killen. So, und jetzt? Zack! Boah, geil! Okay, der ist schon mal weg. Da ist Geld. Nein! Oh Gott! So, der entdeckt den jetzt. Deswegen verstecke ich mich mal hier. Oder? Oh, da sind noch zwei! Aha. Aber es interessiert den nicht. Das ist schon mal gut. Weißt du was? Den da oben, den kill ich gleich mit dem Blasrohr. Oh Mann. Oh, wieder nur fünf. Oh Mann. Oh, das hier geht aber. Hier kann ich mich verstecken. So, wo ist der andere? Da sind zwei. Ich weiß das. Da ist noch einer. Schaffe ich das? Das schaffe ich. Geil. Okay, sehr schön. Oh, das hat geklappt. Puh. Perfekt. So. Hat der noch Geld? Ne, der hat nur Bogen. Ah, die Bogen kann ich aber auch verkaufen, ne? Oh Gott! Oh,
Der wollte gerade Stress machen. Sehr geil. Okay. So, wo ist der nächste? Hä? Oben? Na, jetzt kann ich ja den Bereich hier nochmal erkunden. Ne? So, hier ist ja auch... Ah, da hinten. Boah, ich bin so mutig. Ich bin so mutig und das wird belohnt. Geil. Sehr schön. Wunderbar. Boah. Also bis jetzt bin ich auch relativ zufrieden, was die Statistik hier angeht. Also, ich wurde nicht so oft entdeckt. Hab endlos viele Leute gekillt. Und ja. Ah, wer... Ah, da war noch einer drin. Verdammt. Da war noch einer drin. Ah, Mist. Mist, den habe ich nicht gesehen. Scheiße. Ah. Okay, jetzt weiß ich, dass da drin noch einer ist. Problem hier bei dem ist halt, ich habe kein Giftreis. Ah, nee, 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 der ist weg. Ach, Mann. Ich muss aufpassen hier bei dem. Da ist noch einer drin. So, kann ich den beobachten? Nee, kann ich nicht. So, jetzt aber. Jetzt kann ich ihn beobachten. Der andere da hinten, ne? Der kommt gleich wieder. Boah. Ich muss mich da rein rollen, ja, ja. Aber wenn dieses nicht rumdreht, geht das schlecht. Also jetzt mal ehrlich. Ich mach's einfach so. Genau! Yes! Knochenbrecher. Und zack. Sehr geil. Und das Genick. Noch mit hinterher. Weil es so schön war. Der hat Kohle. Oh, hat er gerade 20 gegeben. Cool. Okay. Ne, ich muss ja hier hin. Da war noch einer. Holla. Diese Mucke. So. Der ist in Alarmbereitschaft da hinten. Aber ich glaube, das sollte kein Ding sein. Oh Gott. Ich bin so mutig. Nein, scheiße. Verdammt. Da hat er mich entdeckt, der Fixer. Fuck. Verdammt ich. Penner, ey. Mann. Es war so gut bis jetzt. Oh, Mann. Das ist doch ein Abfuck hier, ey. Wirklich. Oh, jetzt kriege ich den aber. Nein, nicht so rum. So rum. So. Boah, dieser Typ, ne? Er kommt wieder hier hin. So, jetzt aber... Yes, der war geil. Okay, sehr schön. Der Seitenkill ist das. Boah. Boah. Hast du Kohle für mich? Hab wenigstens Kohle. Ne, er hat keine Kohle. Okay, schade. Egal, ich habe noch ein paar Leute gekillt. Für jeden Typen, den man ja killt, ne, kriegt man ein bisschen bessere Statistik. Da links. Oder was? Wo denn? Hallo? Ich hab... Wo denn? Ah, da. Hinter der Wand. Da ist er doch. Da links. Oh Mann. Alter. Ist das brutal, ey. So. Die kill ich mit Blasrohr. Weg mit dir, ey. Mann. Penner. Ah, er hat Kohle für mich. Wow, 30. Geil, okay. Ah, ich glaube, je mehr man killt, umso mehr Kohle kriegt man. Ne? So. Ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß, mir hier zuzugucken. Weil das Spiel... Mir macht es auf jeden Fall Spaß, zumal mit diesem neuen Charakter. Mit einer interessanten Story wahrscheinlich. Und ja, genau. Oh nein. Kommt der jetzt hier... Nee. Doch! Oh nein! Oh Gott! Oh! Oh Mann! Wieso kommt der hier hin? Ist der blöd? So, jetzt geht er weg. Reicht das? Ja! Nein!
Es hat nicht gereicht. Ah, scheiße. Ah, Penner. Ich wurde schon wieder entdeckt. Ich dachte, es reicht noch. Oh Mann, ich Idiot. Ja, das war mal wieder ein Fail, ne? Wieder mal ein schöner Fail hier. Ey, du regst mich ganz schön auf, ey. So. Weg mit dir, ey, Knochenbrechen. So. Was hast du verdient? Kann ich das Item schlucken? Ja. Na, ist egal. So, jetzt aber. Was haben wir hier drin? Haben wir hier irgendwas für mich? Nee, aber nicht, okay. Egal. Ich glaube, jetzt habe ich hier jeden, hä? Jetzt kann ich ja zum Ziel gehen. Oder? Ja, ich glaube schon. Ja, also ich habe keinen mehr gesehen hier auf meinem Key. Deshalb, ja. Geh mal zurück. Ah, hier geht's noch rein. Hier war ich noch nicht. Was haben wir denn hier? Ah, schaut mal. Cool. Ach, jetzt bin ich sogar schon auf dem richtigen Stockwerk. Ja, das war doch eine schöne Abkürzung. So, haben wir hier. Genau, einmal geradeaus. Hier kann man sich noch ein bisschen orientieren zumindest. Ah, wir kommen hier. Ah, ich muss wahrscheinlich hier hoch. So, und dann. Hier war ich ja auch schon. Hier war ich ja vorhin, vor 10 Minuten. Und ja, während wir zum Ziel gehen, wie gesagt, freue ich mich wieder auf dieses Spiel. Beziehungsweise ich bin ja schon mittendrin, ne? Und, hey, coole Aussicht hier. Schön japanisch, ja. Ja, ich mag Japan. Ich mag ja auch Asien und so, ne? Ich bin verifizierter Asien-Fan. Genau, hier war das doch, ne? In diesem stylischen Dings. Was ist das hier überhaupt? Das ist auch ein Medipack. Ah, okay, ich verstehe. So, Endgegner. Suit me fine. I came here looking for you, Ninja. Gegen Rikimaru? Oh Mann. Oh Gott. Gegen Rikimaru? Shit, Mann. Yes. So, den haben wir. Und zack, zack, zack. Zack, zack. Oh, was war das? Das war ein bisschen ruckler hier. So, und greif an. So, jetzt. Ah, nein! Ah, er hat gekontert hier. Ah. Ah. Und. Nein! Oh, shit! Uff, scheiße. Ey, gegen mich selber. Oh, nein. Ich mag das nicht gegen Rikimaru. Warum macht er das nicht? Oh, Gott. Ey. So, jetzt aber. Nein, er hat mich getroffen. Oh, Gott. Ich bin fast tot. Trink! Schneller! Ja, Gott sei Dank. Boah. Boah. Alter. Ja, greif an. Greif an. Und jetzt. Was? Was war das? Was war das denn? Okay. Was? Why did you stop? To light a candle is to cast a shadow. You stopped first. Huh? I wasn't trying to kill you. Just wanted to make a point. But if we meet again, one of us will die. Oh, ich hab's geschafft, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Boah, und was ist die Statistik? Das sieht gut aus. Und yes! Yes! Master of Assassins, das ist geil. Das ist doch mal was Geiles, ey. Also wirklich, ich hab's wieder geschafft, Mann. Achtmal entdeckt nur. Das ist halt, ja. Ne? Achtmal entdeckt nur. Das ist geil. So, okay. Dann schauen wir mal weiter. Payment, ja, ja. Ah. Koshikomihimu. Kills enemies from a distance, okay. Ah, man verkauft gar nicht alles. Schade, ich dachte, man verkauft alles, was man findet. Aber das ist anscheinend nicht so. Okay. Hm.
Interessant, interessant. So, dann nächste. Oh nee. 6 months after Teshu's failure to kill Nasu, Teshu takes on a new order for the murder of Ganda, the head of a new religious cult that has taken over the Buddha temple on the border of Goda's realm. Ganda was guilty for taking part in the plan to sell village girls to neighboring states as slaves, but he slipped through the legal cracks because of his religious profession. Ah ja, okay, wir sollen also auf irgendeinem religiösen Bösewicht auf die Schliche kommen. Ja, sehr schön. ich habe wieder Master of the Assassins gekriegt. Das finde ich sehr geil. Und ja, wie gesagt, beim nächsten Mal dann, ja, wie gesagt, also ich bin zufrieden mit der Statistik. Sechsmal entdeckt, glaube ich, oder achtmal. Hab dafür noch ein paar Punkte bekommen. Das ist geil. Und ja, wie gesagt, Riki, die haben sich zum Glück nicht gekillt. Also ich will auch nichts gegen Rikimaru machen. Und ja, genau. Wie es dann da mit diesem religiösen Kult weitergeht, würde ich sagen, sehen wir jetzt in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, schneide ich das jetzt erstmal, mache erstmal Schluss. Und dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, ne? Ciao, ciao.